Also das Erste, was mir dazu einfällt, Menschen mit Beeinträchtigungen oder wie auch immer, sind halt die körperlichen Beeinträchtigungen mit Rollstuhl. Und ich glaube, da wird hier viel für getan an der Uni. Barriere. Freiheit. Die Leute, die vielleicht irgendwie Sehstörungen haben, taub sind, vielleicht eine körperliche Behinderung. Das heißt, wenn ich natürlich an einen Rollstuhl gefesselt bin und jetzt hier nicht genug Aufgänge habe oder Aufzüge habe, um zu meinen Vorlesungen sehen zu kommen, ist natürlich immer schwierig. Wir stehen ja hier gerade an der Treppe, das trifft sich ja schon mal gut. Barrierefreiheit ist das uneingeschränkte Studieren für Menschen, die es sonst schwer haben, zum Beispiel in die Uni zu kommen. Dann gibt es ja noch andere Dinge, die man jetzt auf den ersten Blick nicht gleich sieht. Da ist aber auch die Frage, in welche Richtung das geht, ob man nur eine LRS-Schwäche hat oder ob man unter ADS oder ADHS leidet oder ob es Richtung Down-Syndrom gibt. So Autismus beispielsweise. Ich glaube, dass es da ein bisschen schwieriger ist. Ich habe nicht viele oder kaum oder keine Kommilitonen, die beeinträchtigt sind und deswegen bin ich nicht sehr mit dem Thema konfrontiert. Ist tatsächlich ja, bisher wirklich wenig drüber nachgedacht. Es ist fast schade, muss ich sagen. Also wenn man halt selbst nicht beeinträchtigt ist, fallen dann halt so manche Sachen auf oder eben nicht. Eingang, Sani. Such Eingang. Eingang. Fein. Fein, Sani. Mach's jetzt. Und Platz. Mach Platz. Mach Platz. Das ist Sebastian. Er studiert Kulturwissenschaften an der Uni Leipzig und ist gerade auf dem Weg zum Seminar. Wie immer ist Blindenführhund Sunny dabei an seiner Seite. Wir haben die beiden begleitet, um herauszufinden, wie es sich mit einer Beeinträchtigung an unserer Uni studieren lässt. Hektische Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Viel Verkehr auf den Straßen. Für Sebastian gar kein Problem, denn er und Sunny sind ein eingespieltes Team. Studieren mit Beeinträchtigung. Was heißt das denn jetzt eigentlich? Wir haben Sebastian nach seiner Meinung gefragt. Im Allgemeinen bedeutet für mich Studieren mit Beeinträchtigung entweder selbstständig oder mit anderer Hilfe die durch die Beeinträchtigung entstehenden Hürden im Universitätsalltag überwinden zu können. Neben Sebastian haben wir auch Expertinnen und Experten zentraler Anlaufstellen für Studierende mit Beeinträchtigung in Leipzig zum Thema befragt. Wir haben die, was ich sage mal, klassischen Beeinträchtigungen, den Studenten im Rollstuhl oder mit Sehbeeinträchtigungen. Aber zu Beeinträchtigungen zählen bei uns auch Leute mit chronischen Erkrankungen oder mit psychischen Problemen. Und die haben dann ganz unterschiedliche Situationen, wo sie Unterstützung brauchen und kommen dann mit ihren Anliegen zu uns. Und wir unterstützen sie dann dabei, Lösungen zu finden, die gut für sie passen, sodass sie ihr Studium sozusagen gleichberechtigt mit den anderen Studenten absolvieren können. Neben Sunny und seinem Blindenstock helfen Sebastian Kleinigkeiten, die Aufmerksamkeitsfelder auf dem Boden. Und Eingang rechts, Sunny. Und zum Eingang. Eingang. Blindenschrift an den Eingängen. Fein. Danke. Und der sprechende Fahrstuhl. Viertes Obergeschoss. Diese und viele andere Orientierungshilfen sollen die Uni zu einem barrierefreien Ort machen. Barrierefreiheit wird ja häufig als örtliche Barrierefreiheit gedacht. Da sind wir im Neubau befriedigend bis gut, würde ich sagen. Aber wir haben als Universität Leipzig über 200 Liegenschaften allein im Innenstadtbereich. Und da haben wir natürlich noch viel zu tun, viel denkmalgeschützte Gebäude, wo wir dann einfach schauen müssen, wie wir den Zugang barrierefrei gewähren können für gehbeeinträchtigte Personen. Gerade wenn wir Neubauten oder Renovierungen durchführen, ist das Standard mittlerweile, dass das mitgedacht wird, dass wir taktile Leitsysteme oder Ähnliches einbauen, dass wir Piktogramme zeigen und so weiter. Barrierefreiheit ist aber auch natürlich, dass die Studierenden Zugang zu Lehr- und Lernmaterial haben und dass das gegebenenfalls aufgearbeitet werden muss. Barrierefreie Lehre wäre unter anderem zum Beispiel, dass Dokumente von vornherein barrierefrei sind, also zum Beispiel von dem Screenreader für sehbeeinträchtigte Studierende problemlos gelesen werden können, ohne noch in ein extra Format übertragen zu werden. Aber barrierefreie Lehre ist sozusagen eigentlich auch für alle Studierenden günstig, weil es geht dann auch um klare Strukturierung von
Zetteln zum Beispiel, also das ist halt wichtig für einen Screenreader, weil der sonst hin und her hüpft. Aber das wäre ja auch für Studierende ohne Beeinträchtigung ganz hilfreich, wenn Sachen gut strukturiert und gut erkennbar sind. Es ist so, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, eine inklusive Hochschule zu sein. Aber da gehört auch zur Ehrlichkeit, dass man nicht jedes Fach mit jeder Beeinträchtigung studieren kann. Wenn man meinetwegen blind ist, wird man wahrscheinlich kein Chirurg oder Chirurgin werden. Aber im Großen und Ganzen bemühen wir uns, Alternativen aufzuzeigen und ein Studium zu ermöglichen. Vielleicht nicht immer das, was man sich von vornherein gedacht hat, aber es gibt Alternativen und man kann an der Universität Leipzig auch mit einer Beeinträchtigung ein Studium erfolgreich absolvieren. Welche Rolle spielen dabei Studierende und Lehrende? Muss im Seminar auf Sebastian besonders Rücksicht genommen werden? Das Seminar zeigt das halt ganz gut. Also ob da jemand blind ist oder ob er im Rollstuhl sitzt oder so, macht ja von seinen Beiträgen überhaupt keinen Unterschied. Wenn ich Bildmaterial habe, dass ich das nochmal besonders erläutere oder erwähne, falls halt noch irgendwelche Nachfragen halt mit hinzukommen sollten. Ich muss jetzt in Bezug auf den blinden Studierenden schon auf ein paar Dinge achten. Natürlich sind Seminare textorientiert. Die bekommt er entsprechend aufbereitet über eine Medienstelle an der Universität und er ist immer bestens vorbereitet. Auch wenn Sebastian immer gut vorbereitet ist und die Kommunikation mit seinem Dozenten gut funktioniert, zeigen einzelne Fälle trotzdem noch Verbesserungs- und Sensibilisierungsbedarf. Gibt es das auch digital? Was gibt es also, der digitale Version? Aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie das mit dem Ausfüllen funktioniert, ob das ein aktives Dokument ist. Einfach nur ein Word-Dokument, wo ich meine Antworten einfülle. Ja, das ist sicherlich machbar. Mhm. Grundsätzlich ist, glaube ich, die größte Hürde, weniger etwas Technisches lösen zu können, sondern das Thema Barrierefreiheit in die Köpfe unserer Beschäftigten zu bekommen. Der Studierenden, die mit einer Beeinträchtigung haben, die kennen sich damit aus, aber Dozentinnen und Dozenten müssen natürlich wissen, was bedeutet eigentlich barrierefreies PDF oder Ähnliches und warum man das jetzt für die Studierenden zur Verfügung stellen sollte. Ich erfahre seitens der Universität sehr große Unterstützung. Ganz oft kommen Menschen auf mich drauf zu, wenn die unsicher sind und eben von mir wissen wollen, wie sie sich nur richtig zu verhalten haben mir gegenüber. Aber ich habe es auch genauso gut oft bemerken können, dass ich auf die Leute drauf zugehen musste. Ich denke, das liegt eher so an der mangelhaften Aufklärung oder vielleicht sogar an Berührungsängsten. Das heißt, einfach dieser fehlende Mut, sich mit einem beeinträchtigten bzw. behinderten Menschen beschäftigen zu wollen oder zu können. Einfach die fehlende Erfahrung. Keine Berührungsängste gibt es im PC-Pool für Blinde und Sehbehinderte. Grüße, alles schick. Alles schick, alles schick. Wie sieht's aus? Ja. Mit deinem Buch? Schon was fertig? Es ist fast fertig. Super. Roman kümmert sich als studentische Hilfskraft um die Aufbereitung von Literatur. Der PC-Pool für Blinde und Sehgeschädigte ist zum einen als Arbeitsort für Blinde und Sehgeschädigte gedacht. Das heißt, hier finden Sie auch das entsprechende Equipment, um selbst Recherche zu betreiben. Aber es ist auch der Arbeitsort für uns als Mitarbeiter im PC-Pool. Zufallsfund fürs übernächste Seminar. Mhm. Jawohl, dann mache ich dir das Buch noch schnell fertig. Genau, das Buch fertig und das nächste kommt dann heute Nachmittag. So, ich scanne gerade ein Buch, das Sebastian für eine Hausarbeit braucht. Das scanne ich dann erst ein. Der nächste Schritt ist dann, dass ich die eingescannten Seiten so umwandle, dass ich den Text aus dem Dokument kopieren und einfügen kann. Und wenn das Dokument dann fertiggestellt ist, dann kann ich es Sebastian schicken, damit er es weiter verarbeiten kann. Dazu müssen gegebenenfalls auch Abbildungen ausführlich beschrieben werden. Das Schaubild ist in 4 Ebenen unterteilt. In der Mitte der... Die vollständig aufgearbeitete Literatur kann Sebastian sich dann von seinem Screenreader vorlesen lassen. Griff. Nach seinem Unitag haben wir uns mit Sebastian auf einen Kaffee getroffen. Unter anderem wollten wir uns mit ihm noch einmal über sein heutiges Seminar unterhalten. Sebastian konnte dort nicht an einer Evaluation teilnehmen, weil der Fragebogen zu dem Zeitpunkt noch nicht barrierefrei vorlag.
das Beispiel mit dem ausgedruckten Evaluationsbogen beziehungsweise dem schreibgeschützten PDF ist natürlich der absolute Klassiker. Mich ärgert das manchmal. Zum Beispiel ist ja auch in Seminaren so, wenn Referate gehalten werden, dass ich die entsprechenden Handouts ausgedruckt hingelegt bekomme. Die Universität gibt sich sehr große Mühe mit der Barrierefreiheit in Dokumenten und auch der Barrierefreiheit in der Evaluation. Das weiß ich, weil ich letztes Jahr einen Entwurf zu einem barrierefreien Evaluationsbogen testen sollte. Und dieser Entwurf war super. Also der Bogen war total gut barrierefrei. Also sowas existiert. Es müsste vielleicht innerhalb der Universität nur noch besser kommuniziert werden. Trotz solcher Situationen kommt Sebastian gut zurecht. Um auch neuen Studierenden den Uni-Alltag zu erleichtern, haben wir ein paar Tipps für Erstis eingeholt. Wenn Studenten mit Beeinträchtigungen ins erste Semester sozusagen an der Universität Leipzig kommen und schon wissen, dass sie eine Beeinträchtigung haben, wäre es auch immer schon günstig, sich vor dem Studium bei uns zu melden. Vor allem, sage ich jetzt mal, wenn es körperliche Beeinträchtigungen sind und es noch um so Sachen wie Barrierefreiheit geht. Dass man erstmal eine E-Mail schreibt oder einen Telefonberatungstermin vereinbart, dass man sagt, okay, ich möchte hier nach Leipzig kommen. Ich habe die und die Bedarfe, sei es, ich suche eine barrierefreie Wohnung zum Beispiel oder ich möchte das und das studieren, wen kann ich da ansprechen, wie kann das funktionieren. Ansonsten haben wir neben der Sozialberatung, die ich jetzt anbiete, speziell für die Zielgruppe der Studierenden mit einer Beeinträchtigung, auch zum Beispiel eine psychosoziale Beratung. Also ich sage immer, wenn sich Studenten unsicher sind, ob sie sozusagen in die Zielgruppe fallen, lieber einmal mehr zur Beratung kommen, als dann irgendwie im fünften Semester feststellen, ich hätte ja eigentlich Anspruch gehabt und mein Studium wäre viel einfacher verlaufen, hätte ich das ab dem ersten Semester in Anspruch genommen. Also wir schicken jetzt hier niemanden weg, weil er jetzt sozusagen nicht per se zu unserer Zielgruppe gehört, sondern wir gucken dann, wie wir ihm auch weiterhelfen könnten, an anderen Stellen weiterschicken, weil wir uns dann denken, wenn es jemand schon bis zu uns geschafft hat, dann wird er irgendeinen Bedarf haben und dann wird hier niemand weggeschickt. Also lieber einmal mehr kommen und wir verweisen dann weiter, als dann im Studium festzustellen, dass es halt nicht funktioniert. Wenn ich mich zurückerinnere, wie mein erstes Semester an der Uni Leipzig war, ich war zuerst bei einer Beratung, klar. Und das erste Semester war vollkommen neu für mich. An der Universität Leipzig ohne Augen ein Studium anzufangen. Es war zum ersten Mal, also es war anfangs sehr anstrengend. Dann musste ich natürlich die ganzen Wege im Institutsgebäude oder auf dem Hauptcampus üben. Ich musste meine Umgebung erstmal erlernen und war in den ersten Monaten natürlich ganz schön aufgeregt, weil ich gar nicht wusste, ob es klappt und ob ich mich vielleicht doch ein bisschen übernommen habe. Aber es funktioniert gut.